Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Skill-Tutorial hier auf meinem Channel. Heute handelt es sich um den Ballroll-Fake-Turn, einen neuen Skill in FIFA 21. Dementsprechend würde ich sagen, schauen wir direkt in den Skill rein. Das ist wichtig, ein 5-Sterne-Skill-Move, das heißt, nur 5-Sterne-Skiller können diesen Skill-Move ausüben. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir direkt in die Controls. Diese sind nicht allzu schwer, deswegen auch ziemlich gut für einen Einsteiger-Skill. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr auf jeden Fall einen 5-Sterne-Skiller habt. Ja, das heißt, nicht viele Spieler können den Skill-Move in FIFA 21 ausüben. Aber ich denke, das werdet ihr hinkriegen. Zur Ausübung des Skills. Ihr müsst den L2-Button gedrückt halten. Das ist dieser Button hier hinten. Gedrückt halten die ganze Zeit. Dann müsst ihr mit dem rechten Stick einmal in die Laufrichtung des Spielers. In unserem Beispiel zeigt Depay mit seinem Blick nach oben. Also mit dem rechten Stick einmal in die Laufrichtung des Spielers. Und dann entweder rechts oder links vom Spieler aus den Skill executen. Je nachdem, wo ihr den Skill hinhaben möchtet. Dementsprechend sieht das Ganze wie folgt aus. L2-Button gedrückt halten. Und dann den rechten Stick in Laufrichtung. Und dann einmal zur Seite des Spielers hinführen. Wenn ihr jetzt im Spiel seid, werdet ihr natürlich nicht, beziehungsweise sehr selten, nach oben laufen, sondern dann eher nach rechts oder nach links vom Spielfeld. Dementsprechend, ihr müsst euch immer an den Blick vom Spieler wenden, müsst ihr den L2-Button gedrückt halten und dann einmal in die Laufrichtung. Jetzt, in dem Beispiel wäre es nach rechts und dann entweder nach oben oder nach unten, weil das von da aus des Spielers nach rechts oder nach links ist. Dementsprechend würdet ihr den Skill dann immer variabel anwenden müssen. Das Ganze müsst ihr natürlich üben, könnt ihr natürlich machen, wenn ihr auf der Stelle steht in der Trainingsarena. Aber wie gesagt, ich denke, ihr werdet den Skill auch sehr schnell hinbekommen. Wie gesagt, ich halte die ganze Zeit den L2-Button gedrückt. Und wie gesagt, sieht ziemlich sehr cool aus. Vor allem, wenn ihr es gegen Freunde oder auch im Online-Match ausüben könnt. Wichtig auch hier ist definitiv die Sinnhaftigkeit des Skills. Nicht nur, dass er sehr cool aussieht, er hilft euch auch definitiv schnell die Richtung zu ändern. Falls ihr zum Beispiel im Strafraum läuft, könnt ihr damit sehr schnell die Richtung ändern, um dann mit einem gezielten Finesse-Schuss zum Beispiel in den Winkel zu schießen. Ich hoffe, das Tutorial war verständlich. Ihr habt viel Spaß beim Üben und viel Glück beim Üben, meine lieben Freunde. Gönnt euch noch die Ingame-Highlights, die am Ende des Videos kommen. Haut rein und Peace.